In der Auma Cloud werden die Geräte und Betriebsdaten automatisch analysiert. Über integrierte Algorithmen werden Kennzahlen berechnet und übersichtlich dargestellt. Diese Kennzahlen geben Ihnen wertvolle Hinweise über den Zustand Ihres Gerätes. Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Gerätekennzahlen. Erläuterung zu den wichtigsten Kennzahlen Ihrer elektrischen Stellantriebe. Die folgenden Kennzahlen beruhen auf Algorithmen, welche wir für Sie entwickelt haben. Die Algorithmen generieren Kennzahlen, welche den tatsächlichen Zustand Ihrer Stellantriebe beschreiben. KPIs basieren auf hochgeladenen Datensammlungen, eine sogenannte Snapshot-Datei. Uptime bedeutet Zeitspanne in Prozent für einen fehlerfreien Betrieb des Gerätes. Uptime 96% gleich 96% der analysierten Zeitspanne basiert auf einem fehlerfreien Betrieb. Ermittelter Betriebsmodus: Wie wurde das Gerät im Durchschnitt tatsächlich betrieben? Die Uptime weist einen Bezug zu festgestellten Fehlern auf. Häufigster Fehler zeigt den am häufigsten gezählten Fehler an. Uptime von 100% fehlerfreier Betrieb. Uptime von 96% einige Fehler wurden ermittelt. Längster anstehender Fehler zeigt an, wo und wie lange der am längsten anstehende Fehler ermittelt worden ist. Anzahl Full Stroke Äquivalent zeigt die berechnete Anzahl von vollen Armaturhüben an. Anzahl maximaler Motoranläufe pro Stunde zeigt die maximal ermittelten Motorstarts pro Stunde. Anzahl Motoranläufe zeigt die Anzahl der Motorstarts basierend auf der Lebensdauer des Gerätes an. Weitere Werte zur Identifikation des Gerätes, wie die Profibus-GSD-Datei und die Slave-Adresse, werden dargestellt. Ermittelter Betriebsmodus kann Informationen über ein anormales Betriebsverhalten liefern. Unter Geräteinformationen kann die ValveTag angepasst werden. Auch Informationen wie der Standort des Gerätes und Notizen sind in diesem Bereich zu platzieren. In der Ansicht Geräteinformationen werden zusätzliche Details über das Gerät, wie zum Beispiel das Erstellungsdatum, des Snapshots oder die Stellzeit angezeigt. Gerätebezogene Dokumente, wie zum Beispiel das technische Datenblatt oder der Schaltplan, stehen für Sie zum Download bereit. Glückwunsch! Nun kennen Sie die wichtigsten KPIs Ihrer elektrischen Stellantriebe. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls Sie noch mehr über die Auma Cloud erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie nicht das nächste Video.